Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video möchte ich etwas besprechen, was mir sonst immer bei Instagram, wo ich immer bei Instagram gefragt werde, oder bei YouTube oder bei Facebook oder so. Wenn ihr mir da folgen wollt, bei Instagram oder Facebook, könnt ihr das gerne machen. Es geht darum, dass ich ja die ganzen Fahrschulvideos gemacht habe, beziehungsweise wie die praktischen Fahrübungen auf Motorrad aussehen und solche Sachen. Aber was noch immer häufig gefragt wird, ist, was passiert eigentlich in der ersten Fahrstunde? Also wenn man die theoretische Prüfung bestanden hat, steht ja die Fahrstunde an. Und da will ich euch mal schildern, was euch da erwartet, beziehungsweise wie es bei mir war. Ob es dann jetzt auch genauso bei euch ist, kommt natürlich darauf an, was für Vorwissen ihr habt. Wenn ihr schon zum Beispiel A1 habt oder A2, je nachdem, ob ihr A2 oder A unbeschränkt macht, kann es natürlich dann anders aussehen bei euch beim Aufstocken. Da hattet ihr ja schon mal irgendwann Fahrstunden und da wird euch euer Fahrlehrer natürlich nicht komplett von neu anleiten. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, so wie ich bin vorher nur Roller gefahren, habe einen Autoführerschein, also kenne die normalen Regeln, wie man Auto fährt. Und ja, hier darf man, glaube ich, nicht rüber, egal. Kenne die normalen Regeln, wie man Auto fährt, aber Motorrad bin ich halt noch nie gefahren, beziehungsweise nie selbst. Ich bin natürlich schon mal mitgefahren, aber noch nie selbst. So, das Erste, was ihr natürlich braucht in der Fahrschule, ist Schutzkleidung. Also wenn ihr da mit Turnschuhen, Jeans und Pullover ankommt und nur mit einem Helm und Handschuhen, könnt ihr euch gleich wieder verabschieden. Das ist natürlich, so kann man natürlich nicht in der Fahrschule auftauchen. Das, was einige in ihrer normalen Laufbahn ja später dann negativ aufnehmen, ist ja, dass sie einfach mit Turnschuhen oder so fahren, nur weil es jetzt wie jetzt zum Beispiel 20 Grad, das habe ich gestern wieder in der Stadt gesehen. Das geht natürlich in der Fahrschule nicht. Also heute fahre ich zur Abwechslung mal in der Lederhose, weil es sehr windig ist und der Wind ist kalt. Motorradhandschuhe, Rückenprotektor ist auch ganz wichtig, den braucht ihr auch in der Fahrschule. Wenn nicht, dann kriegt ihr eventuell einen Rückenprotektor. Ich habe damals bei der ersten Fahrschule, da war mein Rückenprotektor noch nicht da und da habe ich den von der Fahrschule bekommen. Der hat nämlich zwei verschiedene Größen gehabt im Kofferraum, aber ansonsten hatte ich halt alles mit, also Jacke, Hose, Schuhe, Handschuhe, Helm natürlich. Optimalerweise kein Helm mit schwarzem Visier. Auch da, oh, was ist das denn für ein Fahrrad? So ein aerodynamisches, okay. Auch da, auch bei der Prüfung durfte ich keinen Helm mit einem schwarzen Visier tragen, also mit einem verdunkelten Visier. Das geht also in der Fahrschule auch nicht. Stattdessen habt ihr eventuell so ein Sonnenschild in eurem hier Helm, bei mir nicht. Bei mir musste ich halt wirklich den Screen austauschen, also die Scheibe, und dann halt mit Sonnenbrille fahren, weil es halt mal die Sonne geschienen hat. Aber mit dem verdunkelten Visier oder verspiegelten Visier oder blauen Visier oder was auch da immer Trendmäßiges gibt, geht halt nicht, zumindest bei mir nicht in der Fahrschule. Einige sehen das vielleicht lockerer, aber zumindest in der Prüfung durfte ich das nicht haben und in den Fahrstunden auch nicht. Genau, wenn ihr das alles habt, fahrt ihr dann zu eurem Fahrlehrer. Er kann natürlich nicht zu euch kommen, weil das Motorrad, oder ihr fahrt zur Fahrschule, da wo das Motorrad halt steht. Und er kann natürlich nicht zu euch kommen, weil er mit dem Auto oder Motorrad hinter euch herfährt. Bei mir war es mit dem Auto. Es kann natürlich auch sein, dass einige Motorradfahrlehrer mit einem eigenen Motorrad hinter euch herfahren. Habe ich auch schon gesehen, gibt es bei uns in Wilhelmshaven auch. Kann man ja vorher erfragen. Bei mir war es so, dass ich mit dem Auto da bin. Dann komme ich da halt an. Das Erste, was mir gezeigt wird, ohne den Helm aufzuziehen und so weiter, wird das Motorrad erklärt. Also, wo schalte ich, wo ist die Kupplung, wo ist die Hupe, wo sind die Blinker, Bremse, wie man bremst, wobei man das ja auch schon in der Fahrschule lernen sollte, dass man zum Großteil mit der Vorderradbremse bremst und mit der Hinterradbremse nur Stabilität ins Motorrad bringt. Also so, ja, sagen wir mal 80, 20, 70, 30, so um den Dreh sollte man bremsen. Wenn das Motorrad ABS hat, dann könnt ihr in beide Bremsen im Notfall richtig reinlangen und da passiert euch theoretisch nichts. Im Nassen sollte man dann halt schon ein bisschen feinfühliger sein. Aber wenn es im Ström geregnet hat, hatte ich auch keine Fahrstunde. Also wenn ihr im Sommer macht, habt ihr da halt den Vorteil, dass ihr dann immer fahrt, wenn es eigentlich schön ist. Genau, nachdem euch das Motorrad erklärt wurde, wird es erstmal angemacht und warm gelaufen, weil das Motorrad, das macht ihr immer so, wenn ihr ankommt, erstmal das Motorrad anmachen, damit es sich einpendelt. Es wird warm, der Motor wird ruhiger, also und dann könnt ihr auch einfach besser langfahren.
Genau, danach werdet ihr verkabelt, also bei mir ins rechte Ohr so ein Ohrhörerstöpsel, der war echt unangenehm. Das war so ein richtiges Kunststoffteil und mein Helm war halt wirklich eng und das hat halt wirklich nicht so oft reingepasst und entsprechend musste man dann halt, ich musste das mehrfach mit dem Helm aufsetzen, weil das einfach an meinem Ohr runtergezogen wurde und ich entsprechend das nicht reinpacken konnte. Und da könnt ihr halt mit eurem Fahrlehrer dann kommunizieren, beziehungsweise die Kommunikation ist auf, Moment, meine Nase juckt, die Kommunikation ist einseitig, also ihr hört zu, ihr könnt aber nicht antworten. Außer euer Fahrlehrer hat vielleicht einen Sena und fährt dann mit dem Motorrad hinterher. Da könnt ihr in beide Richtungen reden. Aber bei mir war es halt so, dass ich nur zuhören konnte. Und der Fahrlehrer gibt euch dann Anweisungen, wenn ihr abbiegen sollt oder so. Und wenn er es keine Anweisung gibt, dann geht es immer geradeaus oder der Verkehrslage folgen. Es kann natürlich mal sein, dass es einfach keine andere Wahl gibt, als dass ihr links abbiegen müsst. Weil zum Beispiel, es geht geradeaus nicht weiter und rechts ist halt eine Einbahnstraße. Dann müsst ihr halt selbstständig die Entscheidung treffen, wo ihr dann langfahrt. Das ist auch manchmal so in der Fahrprüfung so gemacht, dass ihr dann durchaus mal vorausschauend mitdenken solltet, wenn ihr mitfahrt. Genau. Dann, ich habe meinen Führerschein gemacht. Das Motorrad stand bei meinem Fahrlehrer zu Hause, an seinem Haus. Und da war eine 10er-Zone, also eine Kinderspielzone. Und da habe ich anfahren, bremsen und den ersten und zweiten Gang einlegen gelernt. Also er geht dann halt, er stellt sich halt vor euch so ein bisschen und Man fährt dann halt immer so ein bisschen an. Das soll dazu führen, dass ihr die Kupplungen kennenlernt. Stellt euch die Kupplung in manchen Motorrädern, beziehungsweise mittlerweile dürften fast alle Motorräder einen einstellbaren Kupplungshebel haben, wobei bei billigen Motorrädern ist es halt nicht so, kommt drauf an, was für ein Motorrad ihr dann in der Fahrschule fahrt. Stellt euch die Hebel entsprechend ein, damit ihr angenehm an die Kupplung kommt und das halt biegt ihr ab, jo. Dass ihr halt angenehm die Kupplung auch kommen lassen könnt, nicht, dass sie euch aus den Fingern gezogen wird oder flitscht, weil wenn ihr die Kupplung zu schnell kommen lasst, dann kann das Motorrad halt entweder ausgehen oder es fährt dann halt davon mit euch drauf und ihr rechnet halt nicht damit. Also am besten immer entsprechend dann üben und man bekommt da erstmal das Gefühl für das Motorrad, wie schwer dieses Motorrad eigentlich ist. Also ich hatte einen Chopper, der wog mit Sicherheit 200 Kilo und dann halt auch noch niedriger Schwerpunkt, komische Sitzposition im Sitzen, so dass man wirklich mit dem Arsch mitgehen musste, wenn man in die Kurven fährt und entsprechend müsst ihr euch halt schon da so ein bisschen an dieses Gewicht gewöhnen. Nicht, dass ihr dann in der ersten Kurve schon überrascht seid, weil nachdem ihr das Anfahren und sowas gelernt habt, das hat bei mir die erste und die Einführung bekommen, das hat bei mir so die ersten 45 Minuten gedauert, geht es dann auch tatsächlich schon los. Also bei mir ging es dann los, ich war richtig überrascht, dass ich dann schon losfahren durfte. Damit hatte ich in der ersten Fahrstunde, also die erste, eine Fahrstunde dauert immer 2x45 Minuten, das sind im Endeffekt 2 Fahrstunden. Und dann hat man halt die Möglichkeit, direkt loszufahren. Und ich bin tatsächlich dann schon überrascht gewesen von diesem Gewicht des Motorrads, als ich dann rechts abbiegen musste. Natürlich Blinker gesetzt, geguckt, immer schön gucken. Also gucken ist das Wichtigste beim Motorradfahren, dass ihr immer schön Schulterblick macht, was man ja gerne dann mit der Zeit ablegt. Und entsprechend dann halt schön guckt, anhaltet, andere Verkehrsteilnehmer fahren lassen, eine große Lücke abwarten, weil ihr kennt das Motorrad nicht, ihr wisst nicht, wie viel Gas ihr geben muss, wie das Anfahren und so gut funktioniert, ob ihr gut um die Ecke kommt und so weiter und ob ihr überhaupt vom Fleck kommt und das Ding nicht absäuft. Und dann ist natürlich die Situation da geratet ihr noch mehr unter Stress. Also nicht jede Möglichkeit nutzen, besonders zu Beginn einfach aus der Kurve zu scheren, weil ihr müsst ja auch bedenken, dass der Fahrlehrer hinterherkommen muss. Er muss sich natürlich auch an die Verkehrsregeln halten. Also lieber länger warten, besonders am Anfang wird da auch keiner was sagen, dass ihr wartet, bis die Lücke halt groß genug ist. Aber auch allgemein so lange warten oder eine Lücke nutzen, wo der Fahrlehrer dann auch hinterherkommt. Weil wenn der Fahrlehrer nicht hinterherkommt, müsst ihr dann halt auf ihn warten. Und das ist dann an einigen Situationen halt auch nicht möglich. Also nicht zum Beispiel eine gelbe Ampel nutzen oder so. Das empfiehlt sich dann entsprechend nicht, weil ihr dann einfach warten müsst auf wahrscheinlich in Situation. Einmal bin ich rechts abgebogen, dann ist es relativ schnell rot geworden, da musste ich halt auf einer 70er-Zone auf ihn warten. Und das war halt auch nicht unangenehm. Genau, und dann sind wir losgefahren. Oh, meine Nase, irgendwie
Pollenallergie hier schon wieder. Genau, dann sind wir losgefahren. Und das waren aber nur vielleicht, das war vielleicht ein Kilometer auf den Übungsplatz, wo ich auch meine Videos gemacht habe. Da darf man leider nicht mehr hinfahren, aber da sind wir da hingefahren. Er hat dann erstmal Slaloms aufgebaut. Am Anfang geht es ja darum, zu lernen, dieses Motorrad zu spüren. Also, dass ihr merkt, was für ein Gewicht ihr habt, wie sich das in den Kurven verhält. Also, dieses Motorrad verhält sich sehr angenehm in den Kurven. Es ist leicht umzulegen, es hat einen hohen Schwerpunkt. Es ist sehr vorderradlastig, das merkt ihr dann halt auch, wenn ihr fahrt. Also optimalerweise habt ihr ein Naked Bike als Fahrschulmotorrad, das ist das Einfachste, finde ich. Chopper ist meiner Meinung nach das Schwerste, das hatte ich. Und so ein Tourer habe ich bisher noch nie als Fahrschulbike gesehen. Und Sportler habe ich nur gesehen bei 125ern. Bei 125ern habe ich sogar schon mal eine Honda Monkey gesehen, beziehungsweise das neue Modell. Ich weiß nicht, wie es heißt, habe jetzt den Namen vergessen. Genau, also da kann es verschiedenste Motorräder geben, aber Naked Bike auf A oder A1 oder auf A oder A2 ist eigentlich das Üblichste. Genau, da sind wir auf dem Platz angekommen und da hat er erstmal Slaloms aufgebaut, damit ich langsam dieses Gewicht spüre und auch dann immer am Ende des Parkplatzes immer drehen musste. Dann musste ich kurz anhalten und entsprechend dann die normale Prozedur abnehmen. Also wenn ihr Stop and Go macht, das ist ja so, dass ihr nicht parkt, sondern dass ihr nur anhaltet, zum Beispiel wie an der Ampel, und dann fahrt ihr wieder los. Beim Losfahren von Beginn an müsst ihr immer den Schulterblick machen und immer blinken. Bei Stop and Go natürlich nicht, weil ihr da ja sozusagen im Verkehr mitschwimmt. Genau, da haben wir so ein paar Übungen gemacht. Lief ganz okay. Ich hatte Schwierigkeiten, ein Gefühl für dieses Motorrad zu kriegen, bis ich irgendwann am Ende, hat er mir dann gesagt, versucht den Arsch mitzubewegen. Das Wichtigste war hier, Druck ausüben, damit ich mich noch mehr mit dem Motorrad verbunden fühle. Und entsprechend habe ich dann die nächsten 30 Stundenkilometer Slaloms, das hat sich wie, keine Ahnung, gefühlt wie 100 angefühlt, weil die Kegel immer so schnell auf mich zukamen. Und entsprechend dann haben wir noch das Bremsen geübt. Am Ende der Fahrstunde sind wir dann noch so 15 Minuten so eine kleine Kurve, Runde da gefahren im Kreisverkehr. Das war auch komisch, im Kreisverkehr zu fahren, weil ich auch diesen Einlenkwinkel nicht kannte. Also ich wusste nicht, dass ich die Kurve eher ausnehmen sollte, dann am Kreisverkehr innen bleiben, wenn ich nur geradeaus fahre, und dann halt so die Kurve so eng wie möglich nehmen, also dass ich fast gerade rüberfahre, ohne auf die Begrenzung zu kommen, während ich, wenn ich wirklich die dritte Ausfahrt nehmen möchte oder so, schon von links so ein bisschen anfahren muss, dann außen rum und dann erst nach innen kommen. Aber das sind alles Kleinigkeiten. Am Anfang ist es wichtig, dass ihr euch mit dem Motorrad kennenlernt, dass ihr das Motorrad kennenlernt, dass ihr es fühlt, wie schwer das ist, wie es reagiert beim Gasgeben, wie man zum Stehen kommt und solche Sachen. Ja, die erste Fahrstunde war dann nach 2x45 Minuten vorbei. War ganz okay. Man kriegt natürlich sofort Feedback oder auch Kommentare. Erstens, wo man abbiegen muss, wie man fahren soll. Dass man zum Beispiel nicht über so weiße Dinger fahren soll, also weiße Fahrbahnmarkierungen. Also wenn es nass ist und man zum Beispiel auf einen Zebrastreifen bremst, da kann man sich legen. Da nützt auch nichts das ABS oder so. Das ist so glatt, das Zeug, dass man da im Grunde sofort liegen kann. Hat das Fahrschulmotorrad kein ABS, muss man natürlich noch vorsichtiger sein. Genau, dann war die erste Fahrstunde vorbei und ich war überrascht, wie viel man in diesen 2x45 Minuten schaffen kann. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte gerechnet, dass ich nur das Motorrad erklärt bekomme. Vielleicht anfahren übe, bremsen und so weiter. Aber dass ich wirklich schon Slalom gefahren bin und so. Im Nachhinein ist es klar, dass das Motorradfahren ist nicht schwer. Aber man hat ja Angst davor, weil es was komplett Neues ist, wenn man zum Beispiel kein 125er gefahren ist oder kein A1. Und deswegen ist es wichtig, sich nicht stressen zu lassen. Fehler sind absolut normal. Ich habe auch Fehler gemacht. Zum Beispiel mein Ding ausgelassen, mein Hütchen ausgelassen oder mal den Fuß abgesetzt am Ende des Parkplatzes, zum Beispiel umdrehen oder mal vergessen, den Blinker zu setzen oder mal vergessen, den Schulterblick zu machen. Aber ihr müsst es einfach in euch aufnehmen, dass wenn ihr Motorrad fahrt, eine deutlich höhere Konzentration braucht,
als wenn ihr Auto fahrt. Wenn ihr Auto fahrt, ist es eigentlich so easy peasy, ihr fahrt einfach vorweg. Beim Motorradfahren muss man einfach mitdenken für den Nächstfahrenden. Also ich gucke meistens mal, wenn ich Motorrad fahre, nicht auf meinen Vordermann. Natürlich im peripheren Winkel ja schon. Aber ich gucke eher auf den LKW jetzt und auf die Straße vor ihm. Was könnte mich erwarten? Weil der, wenn ich nur auf den gucke, verpasse ich ja, was vorne passiert. Oder könnte irgendwas was sein, der verpasst ihn, der knallt ihn rein, aber ich kann dann immer noch bremsen. Manchmal bremse ich sogar vor dem, der vor mir bremst, weil ich weiß, dass der vor mir irgendwie bremsen muss und der vielleicht verpennen würde oder sowas. Also das ist halt so eine Sache, die man erst beim Motorradfahren nennt. Beim Autofahren geht das nicht, weil man ja nicht über den nächsten Autofahrer hinwegschauen kann. Aber hier beim Motorradfahren kann ich bis vor den LKW gucken, da hinten, wo gerade ein Traktor kommt. Hier, zum Beispiel hier könnte man nicht überholen. Ist eh eine Stadt, aber oder die Insel auf der Straße. Das sind einfach Sachen, die man durch vorausschauendes Fahren sieht und dann die Risiken, wenn man überholen möchte, dann im Endeffekt minimiert. Das sind halt einfach die Sachen, die man mit der Zeit lernt. Zum Beispiel jetzt hat er angefangen zu blinken. Deswegen immer schön dann schon mal Gas wegnehmen und danach schön beschleunigen. Genau, das war es jetzt auch schon mit diesem Video. Also so war meine erste Fahrstunde. Ihr könnt gerne Fragen stellen, gerne unter diesem Video, gerne bei Instagram zum Beispiel, wo ich immer wieder Fragen beantworte. Und wenn es sonst noch Sachen gibt, könnt ihr mir da entsprechend immer gerne schreiben. Sobald ich Zeit habe und das sehe, beantworte ich die Fragen. Ja, ich fahre jetzt noch ein Ründchen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.